Heiratswillige haben durch die Vielfalt der sozialen Medien die Möglichkeit, sich hemmungslos kennenzulernen und uneheliche Beziehungen zu führen. Schon in jungen Jahren sehnt man sich nach einer Beziehung. Man sucht nach dem Traumprinzen. Man ist verliebt, schreibt miteinander und trifft sich. Man möchte heiraten und träumt davon, gemeinsam alt zu werden und Kinder zu bekommen. Dazu zeigen uns Filme und Serien, wie schön und romantisch eine Beziehung sein kann. Es muss eine Liebe wie bei Romeo und Julia sein. Doch bevor ich heirate, muss ich eine Beziehung mit ihm führen. Nach dem Motto, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Zu heiraten, ohne vorher eine Beziehung gehabt zu haben, ist heutzutage unvorstellbar. Mal ehrlich, denkst du auch so? Das ist die Vorstellung vieler Jugendlicher heute. Auch hört man oft, ich habe eine gute Absicht. Aber das ist hier fehl am Platz. Was bringt die gute Absicht, wenn die Handlung nicht erlaubt ist? Oder man hört auch, ich habe den Segen des Vaters. Und damit meint man, dass der Vater seine Erlaubnis gegeben hat, dass ich mich mit seiner Tochter treffen und austauschen darf. Doch diese Vorstellung ist absolut falsch und trotzdem weit verbreitet. Das, was wir brauchen, ist die Erlaubnis Allahs und nicht die des Vaters. Solche Aussagen öffnen dem Scheitan nur die Tore für weitere Fehltritte. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der bestimmt hat, welcher Weg der richtige ist, um seine Zufriedenheit zu erlangen und nicht die des Vaters. Wer von uns würde wollen, dass seine Schwester eine Haram-Beziehung führt? Niemand. Dann sollten wir es auch nicht tun. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Mann ist mit keiner Frau allein, ohne dass der Teufel nicht der Dritte wäre. Der Islam ist nicht nur gekommen, damit er uns sagt, wie wir zu beten und zu fasten haben. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat in allen Bereichen des Lebens bestimmt, wie eine Sache abzulaufen hat. Und dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Wegweiser gegeben, damit wir uns daran orientieren und den Weg einer Ehe auf die erlaubte Weise eingehen. Liebe Geschwister, die Herangehensweise einer Eheschließung sollte über den Weg der Vermittlung laufen. Und damit meine ich nicht die bekannten Partnervermittlungsseiten, die man aus der Werbung kennt, selbst wenn sie sich als islamisch präsentieren. Nein, es sollte über die Familie, Freunde oder anderen Personen, die man kennt, arrangiert und vermittelt werden. Das ist der klassische Weg, der Weg der Sahaba. Du interessierst dich für eine Schwester? Dann suche ihren Vormund, ihren Bruder oder Onkel auf und zeige dein Interesse. Bei gegenseitigem Gefallen darf man sich in Anwesenheit der Familien treffen und austauschen, bis man sich dazu entschlossen hat, eine Ehe einzugehen. Nikah, Brautgabe und Hochzeitsfeier. Alles kann und sollte in diesem Kreis besprochen werden und nicht etwa in Anwesenheit des Scheitan. Du hast Interesse, einen Bruder zu heiraten? Dann erzähle es deiner Mutter oder einer Vertrauensperson. Informiere dich über ihn bei anderen Schwestern, die es über den Weg ihrer Ehemänner vermitteln könnten. Auch wenn diese Art des Kennenlernens heute als rückständig betitelt wird, müssen wir verstehen, dass jeder andere Weg Allahs Zorn nach sich zieht. Lass uns aufhören, Islam fremde Kulturen nachzuahmen und gehen das Ganze von vornherein islamisch an, so wie das jahrhundertlang praktiziert wurde. Ist das nicht viel schöner, den Scheitan von vornherein die Grenzen aufzuzeigen? Wir kennen doch bestimmt auch andere Geschwister, die das über den Halal-Weg gemacht haben. Sind sie denn nicht ein Beispiel für uns? Selbst wenn das am Ende scheitern sollte, haben wir uns an die Ordnung Allahs gehalten. Und das ist das Wichtigste. In einer unehelichen Beziehung lernt man den Partner meistens nicht so kennen, wie man es in einer Ehe tut. Man gibt sich von der besten Seite. Nichts ist vertraglich festgehalten.
Nichts ist verbindlich. Man könnte jederzeit einfach abspringen und die nächste Haram-Beziehung suchen. Viele von uns glauben, dass eine zunächst uneheliche Beziehung der Garant für eine glückliche Ehe ist. Doch die Realität zeigt auf, dass die Scheidungsrate in Europa bei über 50% liegt, obwohl die meisten vorher eine uneheliche Beziehung geführt haben. Wenn eine Haram-Beziehung der Garant für eine harmonische Ehe ist, warum ist dann die Scheidungsrate so hoch? Nein, vielmehr ist es der Scheitan und der Druck der Gesellschaft, den man sich unterwirft. Wir müssen verstehen, dass der Ort des Kennenlernens die Ehe selbst ist. So wurde es jahrhundertelang von den Muslimen praktiziert. Warum sollte es also heute nicht funktionieren?